Jetzt liefert den Anfang. So, wo ist der? Und noch ein Krieg. Hasse ist, weil man es nicht richtig sehen kann. Da ist noch was, da ist was. Sonst ist hier nichts. Wir wollen aber das komische Büro betreten, wo auch immer das gerade ist. Verwalterin Ashworth als vermisst gemeldet. In einer Erklärung aus dem Großpalast wurde die Aufnahme von Untersuchungen zum Verschwinden von Benara Ashworth bekannt gegeben, der Verwalterin des Kaiserlichen Konservatoriums. Laut internen Quellen ist das Konservatorium derzeit führungslos und das Gebäude selbst in einem besorgniserregenden Zustand. Was hier kürzlich geschehen ist und wo sich die Verwalterin aufhält, bleibt im Gegenstand von Spekulationen. Ashworths Verschwinden stellt einen unglaublichen Verlust für das Konservatorium dar. Kenner berichten, dass sie einen guten Blick für ungewöhnliche Kunstwerke und seltene Stücke historischer Ingenieurskunst besitzt. Auch gilt sie als angemessene Tierpräparatorin. Auch gilt sie als angesehene Tierpräparatorin, die es den Bewohnern von Kanakas ermöglicht, seltene Wunder der Natur aus nächster Nähe zu erleben. Ja, so, die ist jetzt nicht unbedingt tot. Hätte ja weiterarbeiten können. Die ist einfach bloß abgehauen, hat keinen Bock mehr. Sie ist in Ungnade gefallen. Oben ist noch was. Moneten! Ich liebe Moneten. Edelmeier-Tinktur. Quatsch. Ja doch, Edelmeier-Tinktur. Voll Idiot. Da ist ein Buch. Ehrlich gesagt, der gesamte Bezirk ist runtergekommen. Warum kann ich hier rauf? Und wo war das Buch? Glaube ich hier hinten gewesen sein. Ah, hier. Buch der Gefallenen. Dies sind die Namen der getreuen Ordensbrüder, die im Krieg gegen den Ketzer Paolo gefallen sind. Im Kampf um das Herz und die Seele dieses Bezirks. Aufseher von A bis Z. So, wo sollen wir hin? Dauntes Büro? Liefern wir ihn aus oder nicht? Wir können auch gucken, dass wir den selbst K.O. machen. Ach, wir lassen den. Wir nehmen erstmal mit. Und kämpfen uns durch das Gebiet dort. Weil geht uns ja nicht verloren. Ab. Hier hinten findet ihn noch keiner so schnell. Bitteschön. Hier kannst du bestimmt geil Strom herstellen. Ich
hier eigentlich noch was? Da haben wir. Da ist noch ein kleiner Artefakt. Das ist ein Wuffi. Und ich nicht mögen Wuffi. Da wird das Leben. Wir warten kurz, bis es nachgeladen hat. Wird wechseln. Setz dich hin, Wuffi. Ihr liegt jetzt hier schön, wunderfröhlich. Viel Spaß zusammen. Der Typ hat jetzt seinen Wuffi-Knuddel. War doch irgendwo das Knochenartefakt. Das ist das Knochenartefakt unten. Da. Sand hier. Ich glaube, hier mag jemand Okkultismus und Hexerei. Ah, Knochen. Guten Appetit. Kannst du denn jetzt Schönes? Gesunder Appetit. Nahrung stellt mehr Gesundheit wieder her. So. Liebesbrief. Ah, Mindy. Ich habe gesehen, wie du nur mit deinem kaputten Schaufel gegen drei Männer gekämpft hast. Aber es ist nicht deine gemeine Art, die mich fasziniert. Ich will mit den Fingern durch deine Haare fahren. Haben sie jemals einen Kamm gesehen? Ich träume davon, über deine Kopfhaut zu streichen, ganz leicht, den Schweiß von deinen feinen Härchen in deinem Nacken zu lecken. Wenn ich könnte, würde ich dein Gesicht packen, ganz plötzlich, deine Lippen küssen, samt Katze bei einer Milchschüssel. Er hat noch nie eine Katze und eine Milchschüssel gesehen. Die Tätowierung an deiner an deinen Schultern. Die Brüste will ich berühren. Entziffern und über ihre Bedeutung nachdenken. Hier, dein erster Liebeskummer. Dort vielleicht dein erster Mann, den du abgestochen hast. Du kleiner Wildfang. Ich will dich kennen, deine Geschichte von deinem Körper ablesen. Alle Kapitel, selbst die geheimen. Hast du Tätowierungen unter deinem Höschen? Heißt es, die Jungen, die hier die Tinte dort gesehen und darüber gesprochen haben, haben es nicht überlebt. Ich will dich beißen, deine Haut küssen, dir deine Tätowierungen meiner dir eine Tätowierung meiner Lippen und Zähne schenken. Vielleicht meuchelst du mich dafür, aber das kann mir das ist mir egal. Solange du nur ein paar Tage lang an mich denkst. Kinky! Das klingt aber eher so, als hätte er ihn vorher abgestochen.
setzen die hier den Ofen einfach an. Ist die Rune, Knochenartefakt, da ist das Knochenartefakt unten. Haben bloß noch die drei. Nein, wir haben ein viertes. Wo bist du? Wo bist du, mein Knochenartefakt? Im neutralen Gebiet. Hier könnte ich ganz normal laufen. Ich kenne dich nicht. Ein Fehltritt und du bist dran. Okay. Ist auch schon ein Fehltritt? Lalala. Aufschließen. Tür verschlossen. Kommen wir da anders rein. Ja, von da oben bestimmt. Halt nach. Will ich immer meine Edelmeier-Tinktur benutzen. Nö. Hier kommen wir dann nicht rein. Okay. Wenn der Herzog die Bergwerke nicht Tag und Nacht in Betrieb hätte, würden sich unsere Kinder nicht am Staub in den Schlaf husten. Die Schuld lässt sich leicht auf den Herzog schieben, aber wir beide sind von der Industrie abhängig. Die Bergwerke sind die Lebensader der Stadt. Nein, der Herzog hätte den Betrieb wie sein Vater fortsetzen können. Schnell genug, um die Stadt zu erhalten, ohne uns in Staub zu begraben. Wie denn? Heute leben doppelt so viele Leute in Kanaka. Wenn die Bergwerke gedrosselt würden, wäre meine halbe Familie ohne Arbeit. Was nützt es, wenn einen die Arbeit ins frühe Grab bringt, nur damit man was zu beißen hat? Bei so einem Kinky-Gespräch bist du gerne mit dabei, was, Knuffschieb? Kann ich euch nicht K.O. schlagen? Anscheinend nicht. Kann ich euch übernehmen? Ja, kann ich. Ups. Ach, das ist bloß doch einfach mal hin. Ich dachte... Mach euch lieber K.O., nicht, dass ihr mir auf den Sack geht. Ein Beutelchen. Hallo, Beutel. Ist doch immer noch die Kombination für das... Sind anscheinend sehr gut versteckt. Hier gibt's Essen. Aber warum ist das hier feindseliges Gebiet? Wem gehört es? Drüben liegen da, da und da drei Dinge. Hier. Alle Salz. Herr Eddermeier. Herzog veranstaltet Feier zur Amtseinführung. Vor einigen Nächten fand im Großpalast zum Zeichen der Unterstützung durch alle Sekonier ein extravagantes Amtseinführungszeremonie für Kaiserin Delilah Cordwyn statt. Gäste der Veranstaltung sagten, die Feierlichkeiten wären auch ohne die Anwesenheit der Kaiserin, die ihren offiziellen Pflichten in Dunwall nachging, ein voller Erfolg gewesen. An ihrer Stelle
an ihrer Stelle zitierte eine übergroße silberne Statue die Zeremonie. Zierte. Ich zitierte. Kein Wunder, da der stets großzügige und volle Überraschung steckende Herzog Abel auch gerne als der fröhliche Herzog bekannt sein möchte. Der Großpalast fügte hinzu, dass die absurden Gerüchte über unsere Gesandten, die aus dem Dunwall Tower mit seltsamen Zeichen auf ihren Gesichtern nach Kanaka zurückgekehrt sind, Cordovelsch wie aus einer toten Sprache reden. Absoluter und vollkommener, unbegründeter sind. Naja, ein bisschen irre ist jeder. Wie sind die eigentlich hier hochgekommen und wie kommen die eigentlich von hier oben wieder weg? Hier, die beiden. Fünfen! Ah, deswegen war's. Ins Gebiet. Klingt schön hier. Was denn? Das interessiert euch doch nicht. Das ist ein neutrales Gebiet. Bin sicher, da war jemand. Überall irgendwo irgendwer. Du landest hier in der dunklen Ecke und kannst dich ausruhen. Bist du mir wenigstens auf dem Sack. Mal gespannt, was hier drin ist. Auf jeden Fall Geld. Silbermünze, Münze, Münze. An das Personal. Nehmen Sie keine Silbergrafien für Mr. Mindberg. Für Mrs. Middy Blackheart mehr an, auf. Solange sie nicht gezahlt hat. Was sie uns schuldet. Und geben Sie ihr auch keine ihrer schon existierenden Porträts. Wir geben keinen Kredit, auch nicht an Heuler. Mit dem Versprechen kann ich ihre Löhne nicht bezahlen. Notizbuch in der Silbergraphie-Studio. Ach so, die gravieren in Silber. Also, wichtig ist nur, dass jeder der Hochzeits-Silbergraphien. Also, wichtig ist nur, dass jede Hochzeitssilbergrafie eine schöne kleine Nachricht beiliegt. Ich weiß, das klingt kitschig, aber unsere Kunden wollen das. Wir sind keine Poeten, die nach Wein und Pisse stinken und in der Gosse vor dem Cone's Hand am Hungertuch nagen. Hier ein paar Beispiele. Wir trafen uns im Monat der großen Kälte. Jetzt blüht unsere Liebe auf. Im Felde. Getraute Monat des Regens, eine Liebe ist des unendlichen Segens. Geheiratet im Monat des Holzes, ein Tag des großen Stolzes. Gott, ist das eine Kacke. Geheiratet im Monat der Lieder, die große Liebe kehrt stets immer wieder. Verheiratet im Monat der Netze, die Liebe birgt unendliche Schätze. Ich will kotzen.
Beiboot nähert sich dem Anleger. Die haben das mitten auf das Bild drauf geschrieben? Oh Gott. Verschlossen. Geh auf! Hier nicht irgendwo den Schlüssel liegen lassen können? Naja. War auch nix. Hier durch. Also das Aufseherterritorium ist leer. Herz ist da unten. Das heißt, jetzt gehen wir auf zu den... Zu denen da.